Hallo zusammen, wir haben Montagabend, den 20. Dezember, 17:21 Uhr. Noch handeln die Kurse auf Xetra, aber es geht hier um E.ON. Und ich glaube nicht, dass da in den nächsten 10 Minuten irgendwas Nennenswertes passiert. Vor euch liegt hier auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets der Chart seit 2014, seit April 2014, also sogar noch länger als 5 Jahre. Bei mir geht es um diese Linie hier. Wir haben mit E.ON einen Wert erreicht, den wir das letzte Mal am 24.08.2015 gesehen haben. Und das finde ich ist dann schon eine Erwähnung wert. Insgesamt, während ich den Chart hier ein bisschen näher ranhole, ist es so, dass der institutionelle Support für E.ON weiter steigt. Verschiedene amerikanische Banken sehen also zwischen 12 und 14 den Wert in der nächsten Zeit. Und ich finde, das kann man wirklich mal erwähnen, denn die E.ON ist so eine, wie ich das immer gerne nenne, Sleeping Beauty. Das ist eine ruhige Aktie. Das ist nicht so ein Highflyer wie Warta oder Adidas oder Conti. Die geht ganz gemütlich ihren Weg, ähnlich wie die RWE. Und bevor ich jetzt hier näher eingehe, auch mal eins gezeigt. Wir haben hier vom letzten Zwischenhoch, was wir jetzt gerade eben überboten haben, können wir das sehr gut sehen, eine perfekte 38er Korrektur gehabt, also auf das 38,2 Retracement von Fibonacci, von der Bewegung vom 3.3.21 von 8,27 hoch bis zu 11,42, aber auf den Punkt aufgesetzt mit so einer Art Dreifachboden, kleiner Dreifachboden. Das nochmal als Hintergrundinformation und darüber sind wir jetzt auch. Wir haben das 5-Jahres-Hoch bzw. 6-Jahres-Hoch überboten. Wir werden auch heute hier uns eine der stabilsten Aktien an diesem insgesamt doch recht schwachen Tag. Der DAX verliert gerade eben 1,93% und die E.ON sind plus 0,31. Seit Wochen sind die eigentlich sehr stabil. Muss man wirklich sagen, gefällt mir außerordentlich gut. Nach verschiedenen Chartkriterien, wie jetzt zum Beispiel eben die Fibonaccis oder auch hier nach der Dow-Theorie, ist das Ding nach wie vor im Aufwärtstrend begriffen. Also ich finde die sehr gut. Nochmals, es ist eine ruhige Aktie. Vor dem Hintergrund der Technik, die insgesamt schon jetzt als recht hoch gilt, auch im historischen Vergleich über mehrere Jahre, über das MACD, aber auch mit einem deutlich überkauften Oszillator, glaube ich nicht, dass man den Wert jetzt so extrem nachrennen muss. Das sehe ich nicht so. Ich rechne eigentlich damit, dass wir uns jetzt hier oben mal so ein bisschen setteln und dann nochmal Kontakt mit der 20-Tage-Linie aufnehmen, die im Moment bei 11,16 liegt. Aber bei dem heute schwachen Markt oder auch dem schwächeren Markt in den letzten Wochen hat die sich wirklich erstaunlich gut gehalten. Hier auf dem Tool kann ich das ja auch sehr schön machen. Ich bin Mac-User. Ich muss zwei Finger benutzen, um mir die Derivate-Box zu öffnen. Das mache ich jetzt mal hier und suche mir hier die K.O.-Produkte raus. Ich nehme gerne unlimitierte Scheine und ich möchte gerne einen Hebel 9 haben. Und zwar bin ich der Meinung, dass wir wirklich nochmal hier runtergehen könnten auf die 200-Tage-Linie. Das wäre auch gleichzeitig hier der Chart-Support. Das ist durchaus möglich. Deswegen möchte ich eine Option suchen, die hier drunter liegt. Idealerweise nochmal unter diesem Zwischentief, was wir hatten am 13.10. Und das lag bei 10,21. Also nehme ich den Hebel nochmal ein bisschen runter auf 8. Und dann komme ich hier auf solche Geschichten. Das ist doch was hier. Das ist ein 10,25er Schein. Schön eng gestellt auf 1 Cent. Da brauche ich keine Aktie. Das ist die HR8 MAL. Heinrich Richard 8 MAL. Da liege ich also hier drunter. Achter Hebel, relativ gemütlich. Nochmal, ich denke nicht, dass man ihr nachrennen muss. Ich rechne schon damit, dass wir nochmal Kontakt mit der 20-Tage-Linie aufnehmen. Vielleicht auch sowas hier, wo wir dann hochgestiegen sind und dann doch nochmal runter auf die 20-Tage-Linie. Das sehe ich schon, weil ich halt auch für den Gesamtmarkt nicht unbedingt so positiv bin in den nächsten 3 Monaten. Aber man kann sich das durchaus jetzt schon überlegen. Das wäre also die Call-Variante und eine Put-Variante mit Hebel 8. Dann würde ich liegen bei 13,25, wäre ich also noch hier weiter oben. Ich mache mal den Chart ein bisschen zusammen. Das macht schon Sinn, der ist weit genug weg. Allerdings habe ich noch kein Verkaufssignal.
Das möchte ich gern sehen. Wenn wir hier unter die 80 gehen, dann kann man den probieren mit Ziel 20-Tage-Linie. Aber muss man ein bisschen warten. Auf jeden Fall der Schein hier, der passt. 13,25. Das ist die Kennnummer HR9ZBP. Heinrich Richard 9 Zeppelin Bertha Paula. So, am Mittwoch gibt es noch einen Film über den DAX. Und wer da keine Zeit mehr hat, dem wünsche ich jetzt schon ein frohes Fest, einen guten Rutsch, weil zwischen den Jahren werde ich hier nichts machen. Happy Trading und fette Beute. Bye-bye.